Ja, ich zeig dir, komm mit. Ja, zeig mal. Der ist über den Felsen reingekommen. Ich trau ihm gerade nicht so. Direkt vor unserer Baseboard einer. Bin ich da? Moin. Wer da? Spawn. Und wie ist er reingekommen? Mein Herz. Bitte? Ich bin über euer, über euren Felsen gesprungen. Ich bin über unseren. Verfolgt. Du bist hier reingekommen durch den Felsen? Ja. Welcher? Ja, ich zeig dir. Komm mit. Ja, zeig mal. Der ist über den Felsen reingekommen. Ich trau ihm gerade nicht so. Da oben. Da. Läuft er gerade hin. Aha, wusste ich gar nicht, dass das geht. Was denn? Da ist er reingesprungen, dadurch. Ich hab mich hochgebaut, weil irgend so ein komischer Typ mit R hat mich verfolgt. Das ist hinter dem Speer. Der Löwen. Ratze-Team bestimmt. Ist der noch draußen? Er ist rumgelaufen, der die ganze Zeit. Der also ist bei der Basis immer rumgelaufen. Und ich wollte eigentlich nur farmen und der hat mich angegriffen. Der ich weiß nicht, ob der Ratze-Tiefe hieß oder so. Der LFE hat ihn vermutlich angegriffen. Die einzige Chance, ich war gewesen, auf den Felsen hoch und hier irgendwie reinzuspringen. Aber wie, von ich dem Felsen hier reinkommen. Aus, oder was? Ich kam ja nicht mehr zu einem Haus. Okay. Ich weiß es nicht, irgendwie... Ja, da hat er sich hochgebaut. Ist hier reingesprungen, weil es seine Hoffnung, letzte Hoffnung war, sagt er. So, aber er hätte sich doch in seinem Haus verkriechen können. Aber wieso bist du nicht in dein Haus einfach gegangen? Konnte ich halt nicht, da wartet der auf mich. Ach, der wartete da bei deinem Haus? Frag ihn mal, ob er Der ist ja hier immer bei der Basis. Hatte. Der rennt hier immer an der Basis hin und her. Der läuft bei unserer Basis die ganze Zeit rum. Dann hat er mich verfolgt. Und dann ist er bei meinem Haus gewesen die ganze Zeit und hat mich wieder verfolgt. Krass. Eine Chance wäre gewesen, dass ich hier irgendwie reinkomme. Hättest was sagen müssen. Hab ich, aber da vorne habt ihr mich nicht gehört. Ach so, okay. Ja, wenn du T drückst, kannst du auch schreiben, dann lesen das alle, ne? Ja, weiß ich ja. Ich kann ja geschrieben, ich brauche Hilfe. Geschrieben. Aber ich konnte dann auch nicht mehr schreiben, weil wenn ich schreibe, kann ich nicht rennen. Ach so, ja klar. Ne, da wurde verfolgt, der Typ rannte die ganze Zeit hier rum und hat ihn gejagt. Und er konnte nicht stehen bleiben und schreiben und wir haben ihn nicht gehört. Aber was hast du da vorne vor dem Haus gebaut? Mein Haus dahin bauen. Ja, aber doch nicht in unseren Eingang. Was hat er denn gemacht? Wollte sein Haus dahin bauen. Wollte ich doch nicht auf euren Eingang machen. Die zweite Foundation, die dritte da, die war völlig dämlich. Sag ihm, da wollte ich nicht Haus hinbauen. Ist sicher, der Admin steht drauf. Eine Foundation hinmachen. Und dann wollte ich da Platz haben, damit ich dann da die Ränder ranbauen kann. Aber nur neben euer Haus da. Okay. Nicht vor eurer Tür. Dein Haus ist jetzt gerade aber sicher, der Admin steht drauf. Ah, sehr gut. Ich komme. Okay. Hat er ihn gebracht? Ob er ich lasse dich gerade raus. Bitte? Ob der Typ, der ihn verfolgt hat, gelben Anzug anhatte? Der Typ, der dich verfolgt hat, der hat keinen gelben Anzug an, oder? Nee. Okay, war nackt. Okay. Warte, ich lasse dich gerade hier mal raus. Ich komm mit. Er meinte, es hat jemand verfolgt mit R. Er konnte, weiß nicht, ob es Racetime war, das hat er nicht lesen können. Aber der war die ganze Zeit mit Sperr mit ihm hinterher und der war nackig. Aber der ist jetzt auch off, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm ganz traue, weißt du, was ich meine? Ist ja gar kein Thema. Weißt du, was ich jetzt zur Vorbeugung gemacht habe? Aber egal wie, er hat uns trotzdem Sicherheitsdeck gezeigt. Guck mal, ja, auf das auf jeden Fall. Was? Ach, kommt der Schrank rein? Ja. Hier kann man dann nicht mehr draufklettern. Huch, wo ist er denn hin? Eben stand er noch auf dem Haus. Also eben stand er noch da drauf. Nee. Aber jetzt ist er auf jeden Fall sicher. Dann geh ich mal rein. Danke dir, ja? Mit sicherem Verleih. Ja, kein Ding. Oh Mann. Was passiert? Schließlich. Weiß nicht, was passiert. Aber hier steht so eine Kiste. Das hier war ich. Ja, auf der anderen Seite, parallel dazu.
hier vorne. Hallo? Steht jemand vor? Hi. Will jemand helfen? Ich guck mal. Wurde von jemandem hier eingesperrt. Was? Wurde von jemand von uns eingesperrt? Wahrscheinlich vom Admin. Ich will auch was sehen. Wo bist du denn? Hier wo bei bist euch du denn? Gast, der heißt Marcel. Wo ist er? Er hat mich hier eingesperrt in der, an der Ecke. Wie heißt der, der dich eingesperrt hat? Marcel. Marcel hat ihn eingesperrt? Wie bist du denn hier rein? Wie bist du denn hier reingekommen? Sollte ich hier rein, hat er gesagt, sonst bringt er mich um. Wie bist du hier reingekommen? Wie ist er hier reingekommen? Er hat mich hier reingebracht. Ich sollte hier rein, sonst tötet er mich. Ich habe meine ganzen Sachen dabei. Der beantwortet die Frage nicht. Langsam wird's komisch. Aber wie hat Marcel dich hier reingebracht? Er hat mich hier reingebaut. Ich sollte mich hier auf die Foundation stellen, da hat der Wände rumgebaut. Ja, aber wie seid ihr in die Basis reingekommen? Das ist die Frage. Ja, außen bei Wasser, da hat er da Treppen hingebaut. Ich gucke nach. Hier braucht man keine Baugenehmigung. Viele? Ja, doch, hier braucht man. Hier nicht. Das ist voll das Problem, weil das tiefer liegt, vermutlich. Ja, aber hier gibt's keinen Marcel, oder? Ja, aber jeder kann hier rein die ganze Zeit, weil die Baugenehmigung erst ab diesem Level gilt und darunter nicht. Scheiße, ist aber gar kein Marcel online. Was ist hier los? Ihr wisst, dass die Baugenehmigungen nicht mehr nach unten gehen, ne? Ja, aber das ist voll kacke, weil die Base liegt ein bisschen höher als das drumherum und deshalb kann man da jetzt scheinbar bauen, weil die Baugenehmigung nicht diesen leichten Hang runter gilt. Du hast mich verstärkt. Wieso macht er das? Jetzt hast du es verstärkt. Der sitzt da jetzt. Ich wollte ihn da eigentlich rausholen. Das wäre ganz gut. Ja, am Ohre wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Ach, du bist da sicher. Ach! What the hell? Also seltsam ist, dass wir immer mal wieder auf die Liste geguckt, bist du dir sicher, dass der Typ Marcel hieß? Ja, ich sollte dann vorlaufen und dann sollte ich rüberspringen. Der hat eine AK gehabt. Und dann hat er gesagt, ich soll mich hier hinstellen, auf die Foundation rauf und dann hat er hier rumgebaut. Ein Hacker hätte doch aber hier nicht irgendwie hochgebaut, der wäre doch rübergeflogen, oder nicht? Naja, die Frage ist, ob er eingebrochen ist. Oder hätte sich durch die Wände durchgedroppt oder sowas. Ja, ich verstehe nur nicht, wie er hier drauf bauen kann, weil hier brauchst du auf jeden Fall. Ach, das stimmt allerdings. Eigentlich. Hier geht's gar nicht. Ja, sag ich ja. Ja, doch, hier kannst du bauen, seltsamerweise. Oh Gott, ja, hier geht auch. Das ist nervig momentan. Geht auch. Und da vorne sind wir reingekommen, ich zeig euch das mal. Ja, das habe ich auch das. Das erklärt, warum hier jeder uns so kurz einbrechen kann. Ja. Nach all dem haben wir uns einfach mal das Profil unseres Schützlings angeguckt und haben dabei gemerkt, dass er auch YouTube-Videos macht und dabei gerne trollt. Also war die Sache langsam sehr offensichtlich, was hier abgeht. Aber der weiß schon, dass man sich sein Profil angucken kann, oder? Ich habe eine Baugenehmigung. Ja, dann. Meinst du echt? Der ist einmal bei uns in die Base reingesprungen. Dann hat er sich in unserer Base in was reingestellt. Was ich meine, das ist schon ein bisschen auffällig. Dass die ganze Zeit das immer in unserer Base passiert. Dabei hast du davon noch gar kein Rust-Video oben. Nee, von dem Server nicht. Aber das ist ihm ja egal. Es geht ja um seine Videos, dass es gerade total lustig ist, was er da macht, vermutlich. Schneidet er vermutlich so witzige Kommentare rein, von wegen. Hat die Vollpfosten. Was treibst du gerade eigentlich? Achso, du wartest, bis die Dinger fertig sind. Bis eine Mauer fertig ist. Ja, ja.
Für irgendwie ein schlechtes Gewissen. Hast du? Dann gib sie mir. Oh ne, ich darf ja nicht. Ja, weil ich nicht weiß, ob... Nur weil er in der Hinsicht gelogen hat, aber auch in anderen Hinsicht. Ja, aber ich weiß es nicht, weil der macht einen auf totalen Noob, behauptet, er weiß gar nichts, lässt sich von war dir alle so? Zeigen, alles zeigen. Nein, er konnte ja schon ein bisschen was. Wir haben im Endeffekt die Mauern dann doch nicht hingestellt, weil Felis einfach zu lieb war. Mittlerweile weiß ich auch, dass es tatsächlich ein Trollversuch war. Die Videos könnt ihr auch finden auf YouTube. Doch ist er eindeutig nach hinten losgegangen, denn wenn ich mir seine Videos so angucke, hat er sich viel mehr aufgeregt als wir. Naja, netter Versuch.